Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen euch heute etwas mit. Wir fahren jetzt erstmal ins Fitnessstudio und wir werden dort ein Maximalbankdrücken versuchen. Also wir versuchen einfach mal, wie viel schaffen wir auf ein Rep. Ja, das haben wir noch nie versucht. Ja. Sind mal gespannt bis jetzt. Machen wir immer so 10 Wiederholungen mit 37,5 Kilogramm. Wir wollten sowieso mal erhöhen, aber ja, wir machen immer 4 Sätze, 10 Wiederholungen. Zum 8 und fahren jetzt mit dem Fahrrad ins Gym und dort werden wir uns mal austesten und dann heute noch ein bisschen was essen, dies, das und das seht ihr alles. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Leute, wir sind jetzt durch mit dem Training und jetzt gönnen wir uns einen Shake und zwar einen Proteinshake und ja, logischerweise einen Proteinshake und der hat jetzt dann so, ich glaube so 27 Gramm Eiweiß, also noch nicht so viel, aber wir machen uns nämlich gleich unser Mittag, gleich so als Post-Workout, können jetzt auch ein Frühstück machen, aber es ist schon halb 12 und deswegen dachten wir, wir essen gleich Mittag. Und essen dann lieber noch einen Snack. Wir haben einfach schon 22 Stunden dann nichts mehr gegessen, weil wir waren gestern in einem All You Can Eat und ja, da waren wir noch, haben wir gestern gar nichts gegessen mehr, weil wir eigentlich noch keinen Hunger hatten. Und heute früh hat auf nüchternen Magen stimmen wie immer. Und ja, deswegen waren wir dann eben, haben wir
lange nichts gegessen. Also lange haben wir, glaube ich, auch noch nie nichts gegessen. So unbewusst vor allem. Aber es ist, glaube ich, auch mal gut, mal den Magen so komplett zu entleeren. Und genau, jetzt essen wir einen Shake. Dann trinken wir einen Shake. Und dann bereiten wir ein richtig heftiges Mittag vor. Also das wird einfach nur wild. Übrigens, das Training lief echt gut. Also ich habe so ein paar Einblicke gesehen. Einfach gut Kraft gehabt. Und ja, ich hatte jetzt mal Bock auf den Shake. Mit Eiswürfeln noch geiler. Als kleine Vorspeise gibt es so Spinat mit Hähnchen. So, ja, so ein Auflauf, sage ich mal so. Und Leute, schaut euch diese heftige Bowl an. Wir haben hier Ei, wir haben Melone, Zwiebel, Mozzarella, Erbsen, Mais, Kidneybohnen, Kichererbsen, Rotkraut, Möhren, Kartoffeln und Reis als Basis. Also ein bisschen Schinkenmäßig. Dann kommt noch die Soße drauf. Die ist ja auch abnormal heftig. Das wird einfach nur wow schmecken. Also ich bin echt mal gespannt. Wir wollten so eine Art Pokéball machen, aber irgendwie ist es ein bisschen, ja, größer geworden. Ich will noch kurz die Soße probieren. Ich habe so eine selbstgemachte. Ja, die ist da. Probier einfach mal so ein bisschen. Leute, diese saftige Bowl gönnen wir uns jetzt. Und dann sehen wir uns später wieder. Wir essen jetzt einen Snack und zwar Zuckersirup mit Zimt, Haferflocken, also Porridge quasi und noch, ich wollte erst eine alte Schüssel, Apfelmus dazu. Und das ist einfach, es schmeckt dann wie Milchreis, bloß ein bisschen aber gesünder. Also gesünder angehaucht, aber Milchreis ist eigentlich an sich auch nicht so ungesund, wenn man, ich sag mal, nicht Zucker benutzt theoretisch. Ja, und das gönnen wir uns jetzt. Leute, der Tag ist vorbei. Wir haben jetzt noch was gegessen, haben jetzt nicht mitgefilmt. Also wir haben Kartoffeln gegessen und noch Kartoffeln und noch einen Nachtisch. Und es ist jetzt so 7:30. Und wir gehen immer so spätestens um 9 ins Bett, weil wir immer früh raus müssen, also so 4:50 oder so. Und genau. Wenn ihr übrigens vorm Schlafen geht, immer Melatonin. Weil ihr wisst ja, wir wollen uns Peryl wiederbekommen. Wir haben die seit 1,5 Jahren nicht mehr. Gute 1,5 Jahre nicht mehr. Und wir können zwar gut schlafen und haben auch null Schlafprobleme, aber das soll auch dabei helfen, dass man, ich sag mal, den inneren Stress, sag ich mal, so löst. Weil man hat ja doch manchmal so beim Schlafen den Gedanken, ich muss noch das machen und das machen. Und so, man soll einfach dann ruhiger schlafen, sag mal. Man kann auch, man denkt, man schläft gut, aber schläft in Wirklichkeit ruhig. Ja, oder hat einen leichten Schlaf, aber eigentlich haben wir trotzdem immer das Gefühl, dass wir gut schlafen. Wir schlafen auch mal schnell ein. Genau. Also, das war's mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel Bankdrücken wir geschafft hätten. Also, was ihr geschätzt hättet, ob wie eure Erwartungen erfüllt habt. Schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei, das haben wir uns natürlich auch gefragt, was ihr denkt, wie viel wir schaffen. Ja, genau. Also, schreibt doch gerne immer Video-Ideen rein in die Kommentare. Ja. Und wir versuchen, jede Woche ein Video hochzuladen, aber es heißt nicht, dass wir es immer schaffen, weil es zurzeit sehr stressig ist, aber auf Instagram und TikTok sind wir wirklich jeden Tag aktiv, da geht es schnell. Deswegen folgt uns am besten da. Und das war's mit diesem Video. Und ciao!